Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Flow, bitte kauf mal nicht, produziert von Lünenbesse, JCC 2020, Halbfinale. Es ist soweit, wir sind endlich beim Halbfinale angekommen und wir haben jetzt Kandidaten dabei, wo halt jeder, definitiv jeder einfach dieses Turnier gewinnen kann. Es wird ultra, ultra spannend meiner Meinung nach. Ja, ich habe mir noch keine Runde angeguckt, deswegen Flo ist jetzt der erste Kandidat, den wir uns reinziehen werden. Und ich bin einfach mega, mega hyped und gespannt drauf, wer jetzt hier krass performen wird und wer ins Finale einziehen wird, generell wer dieses Turnier gewinnen wird. Es ist echt ein krasses Turnier geworden, hätte ich am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet, als diese ganze JCC-Geschichte so angekündigt worden ist, dass sich dieses Turnier so krass entwickelt, dass wir so viele neue, coole Künstler entdecken werden. Genug gelabert, Freunde, wir schauen in die Runde rein von Flow. Let's do it, Alter. Wahrscheinlich wieder so, wie ich es auch direkt hier versuche zu erkennen, von Wasp MP4 wahrscheinlich, ne? Produkt wird dir angezeigt zu einem starken Preis, also schlag mal ein. Fleischkonsum kaufst du weiter ein, bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Witz und auch Amazon ist Shit, schaut euch selber ins Gesicht. Bitte kauf mal nicht, gib sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. Seine Stimme ist einfach so unglaublich geil, ne? Er hat eine richtig schöne Gesangsstimme meiner Meinung nach. Kommt hier auch wieder mega geil rüber. Unerwarteter Beat auf jeden Fall. Und eigentlich passt die Stimme gar nicht wirklich zum Beat, aber irgendwie kommt es trotzdem geil, ne? Irgendwie ist es trotzdem einfach fresh, ey. So was doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. So eine angenehme Stimme, wirklich. In einer Zeit voller Bedeutungsschutz liegt alles an Wert im Ertrag. Man weiß es durch Marketing, ob man Dinge mag. Die Globalisierung schießt Richtung Zero Erde. Alle sind concerned, außer die Konzerne. Boah, seine Stimme hier wieder so richtig schön aggressiv, schreiend. Richtig geil, Alter. Gefällt mir gut. Schöne Message auch hier drin, Alter. Ballert schon wieder gut rein, der Junge. Aber anderer Style wieder als in den Runden davor, wo er Punches droppt. Er wechselt so ein bisschen die Schiene, sag ich jetzt mal wieder, die hier gerade geht, ne? Marketing, ob man Dinge mag, die Globalisierung schießt Richtung Zero Erde. Alle sind concerned, außer die Konzerne. Willst du was Enterprise? Packst den Container rein. Kein Raumschiff, man braucht Schiffsraum für die Enterprise. Aus Quellen in Afrika, da verdurstet ja keiner. Und statt im Eimer ein Brunnen ist von der Brunnen im Eimer. Das ist nicht so. Digga. Real Talk hier von ihm, Alter. In Afrika, da verdurstet ja keiner. Statt im Eimer ein Brunnen ist von der Brunnen im Eimer. Das ist nicht so geil und damit kann auch keiner punkten. Doch das ist immerhin besser als kauf dir meine Runden. Denn ich bin viel schlimmer, leg den Klimawandel weg. Ich mach nicht mal seit 7 Jahren Rap. Und weil ich die für Tippe Ich mach nicht mal seit 7 Jahren Rap. Schöner Mini, aber ist das Front an MySap, aber ist auf jeden Fall eine witzige Zeile. Leg den Klimawandel weg. Ich mach dich mal seit 7 Jahren Rap. Und weil ich die für Triple zahle, halte ich in etwas Sklaven. Also bin ich nicht der Sommer, nur weil ich Westen trage. Kauf dieses Shirt. Was ist das? Digga. Zahle halte ich in etwas Sklaven. Also bin ich nicht der Sommer, nur weil ich Westen trage. Kauf dieses Shirt, das hat das alles. Ich bin nicht der Sommer, nur weil ich Wespen plage. Ja, moin. Weil ich Westen trage, kauf dieses Shirt, das hat das allerschönste Logo. Doch wieso die Runde kaufen, ey, ich mach ja sogar Promo. Ihr wollt mein Face-Review, steht in den Kommentaren. Welcher Rank-MC hat denn das vorgeschlagen? So eine Maske mit Stärkaufpersonen, neuer Euros bei Nestle, viel besser aufgehoben. Ein Produkt wird dir angezeigt zu einem starken Preis, also schlag mal ein. Fleischkonsum kaufst du weiter ein, bleibt auch in der Zukunft noch alles gleich. Apple ist ein Witz und auch Amazon ist Shit, schaut euch selber ins Gesicht. Bitte kauft mal nicht, gibt sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. Also ich denke mal auf jeden Fall von den Kandidaten, die halt noch über sind, ist er definitiv der musikalischste. Er ist super facettenreich und musikalisch hoch 10 wirklich, also unnormal gut. Die Stimme von ihm, wie gesagt, in der Hook hier, super geil einfach nur. Richtig geile Hook meiner Meinung nach. Keine Chance, ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen.
Die anderen haben mir abgeliefert, jetzt im Ernst. Kauft Sensui, niemand kann so aggressiv rappen wie er. Kauft mein Ja, okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Ironie rein, denke ich. Und vielleicht leichte Fronts. Kauft Sensui, niemand kann so aggressiv rappen wie er. Haben mir abgeliefert, jetzt im Ernst. Kauft Sensui, niemand kann so aggressiv rappen wie er. Kauft mein Zepp, wer sonst Kotoks machen, die hängen blieben. Und bitte kauft Punches, wer sonst kann so gute Message bieten. Die haben's verdient, ich bin anders als die Estate. Doch Leuten die Glocken, für meinen Hype hört keiner mehr zu. Ich bin der Krebs und kam nur, weil ich rumlutsche in das Turnier. Energie und mühelos, du Puffwuppe wie Karo Creams. Hauptsache... Manchmal, es fällt mir ein bisschen schwer, ihn beim allerersten Mal immer direkt zu verstehen. Das ist das Problem, was ich manchmal habe. Wer sonst Kotoks machen, die hängen blieben. Und bitte kauf Punches, wer sonst kann so gute Message bieten. Die haben's verdient, ich bin anders als die Estate. Doch Leuten die Glocken, für meinen Hype hört keiner mehr zu. Ich bin der Krebs und kam nur, weil ich rumlutsche in das Turnier. Energie und mühelos, du Puffwuppe wie Karo Creams. Geil, Alter, auch wie er die Songtitel von den anderen hier einbaut. Ist übertrieben stark lyrisch, ne? Wie hier die so Stay Tuned, Karo Cream und so, jetzt kommt gerade noch, habe ich angehört, Zapzarab und so, wie er das hier alles einbaut, schon sehr stark. Lust, du Puffwuppe wie Karo Cream. Zapzarab, Pater, der Papel, da dir trügt der Schein. Jeder Hans fand den Flow Laser, doch jetzt bricht das Bein. Und die Krücke bricht, Dive stützen nicht. Wenn mich Sympathie nicht trägt, reißt die letzte Brücke mit. Komm ich noch mal weiter, leiden Klickzahl, kauf ich nicht ins Finale, nur so kann ich mein Gesicht wahren. Und komm ich trotz diesem Text weiter mit dem Lied. Ist das wie ich auf einem Metal Beat, das schreit vor Ironie. Ist das wie ich auf einem Metal Beat, denn das schreit vor Ironie. Digga, richtig stark lyrisch, was er hier wieder rausgehauen hat, ne? Brutal gut. Der Junge hat's drauf, also der hat's definitiv drauf, Alter. Trotz diesem Text weiter mit dem Lied, ist das wie ich auf einem Metal Beat, das schreit vor Ironie. Ihr wollt mein Face Reveal, steht in den Kommentaren. Welcher Rank MC hat denn das vorgeschlagen? So eine Maske wiegt stärker auf Personen. Neue Euros bei Nestle, viel besser aufgehoben. Ein Produkt wird dir angezeigt zu einem starken Preis, also schlag mal ein. Fleischkonsum kaufst du weiter ein. Bleib doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Witz und auch Amazon ist Shit. Schaut doch selber ins Gesicht. Bitte kauft man nicht. Gib sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann man nicht weiterkommen. Ein Produkt wird dir angezeigt zu einem starken Preis, also schlag mal ein. Fleischkonsum kaufst du weiter ein. Bleib doch in der Zukunft doch alles gleich. Apple ist ein Witz und auch Amazon ist Shit. Schaut doch selber ins Gesicht. Bitte kauft man nicht. Gib sowas doch bitte keine Chance. Ich weiß doch, so kann ich nicht weiterkommen. Stark. Starke Runde, Alter. Richtig starke Runde, meiner Meinung nach. Lyrisch extrem stark. Lustige Lines wieder drin. Hook übertrieben musikalisch. Richtig geht richtig gut ins Ohr. Super angenehme Stimmlage, Alter. Geiler Beat. Cooles Video. Wieder geiles Gesamtprodukt, was er hier abgeliefert hat. Sehr, sehr facettenreich. Also der Boy ist extrem facettenreich, sehr, sehr flexibel, sehr musikalisch, Alter. Er hat auf jeden Fall, wie gesagt, jeder in dem Turnier jetzt hat das Zeug, das Ding zu gewinnen. Er hat es auf jeden Fall auch nach der Runde. Ich bin gespannt, was die anderen abgeliefert haben. Starke Runde auf jeden Fall von Flow, Alter. Ich bin extrem gespannt auf die anderen Runden, Alter. Auf jeden Fall, falls ihr Flow supporten wollt, dann natürlich das Original abchecken, den Song kaufen, wenn ihr wollt, Like, Kommentar lassen, ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert, Link zum Original, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde, bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.